Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier einen Asus, und zwar ein ROG Strix. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Wie eben schon erwähnt, ist es ein Strix-Modell, wobei das ROG, also das ROG, für Republic of Gamers steht. Wie man ja auch überall schön lesen kann. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite. Und zwar relativ klein geschrieben, hier oben. Und da sehen wir dann, es ist ein GL753V. Und mit dieser Nummer findet ihr auch alle Ersatzteile super einfach bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. Beim Öffnen des Geräts gibt es zu beachten, dass sich eine Schraube hier unter dieser Abdeckung versteckt. Hier kann man das ganz gut sehen. Das heißt, die hebel ich jetzt erst einmal weg. Ich nehme da eine kleine Hilfe dazu. Geht aber auch mit den Fingern eigentlich ganz gut. Und jetzt sieht man alle Schrauben, die man rausnehmen muss, bevor man das Gerät dann öffnet. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar ein PH0. Und außer der silbernen Schraube, die in der Mitte war, sind alle anderen gleich. Und ja, das kann man sich, glaube ich, einfach merken. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier.
und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man einfach seitlich greifen und dann nach unten einfach rausziehen. Und auch der Akku ist hier nicht verschraubt. Den kann man einfach mit so einer leichten Drehbewegung aus dem Gehäuse herausnehmen und eben gegebenenfalls tauschen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Bei dem Gerät hier ist jetzt gerade keine SSD verbaut, aber wenn, würde die hier sitzen und die wird dann von dieser Schraube gehalten und ist ziemlich einfach zu entfernen. Ähnlich wie beim RAM wird das einfach reingesteckt, dann drückt man das ein bisschen nach unten und verschraubt das hier. Hier sehen wir die Halterung für eine 2,5 Zoll Festplatte. Und das sind im Grunde genommen zwei Schienen, die jeweils von einer Schraube hier gehalten werden. Da wird die Festplatte dann dran verschraubt und diesen Rahmen kann man auch einzeln kaufen, sollte der nicht vorhanden sein. Hier kann man auch die äußeren Schrauben sehen, wo die Festplatte an sich dann verbunden wird. Und das macht einen Austausch oder einen Einbau dann ziemlich einfach. Die wird einfach auf den SATA-Stecker hier draufgeschoben und verschraubt. Genauso einfach kann man das optische Laufwerk wechseln. Das wird in dem Fall von den zwei Schrauben hier gehalten. Und dann kann man das einfach vom Stecker ziehen und eben gegebenenfalls austauschen. Den Lüfter kann man hier einzeln tauschen. Der wird von diesen drei Schrauben hier gehalten. Hier sehen wir das Kabel, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet. Und da würde ich empfehlen, nicht an den Kabeln zu ziehen, sondern versuchen, den Stecker direkt zu greifen. Und dann kann man den nach oben hin abziehen. Mit ein bisschen Rütteln und Wackeln funktioniert das dann eigentlich immer ganz gut. Was es sonst noch zu beachten gibt, ist, dass man den Heatsink hier komplett wegnehmen muss, um an den Lüfter ranzukommen. Das heißt, diese Schrauben hier und auch die vier hier drüben müssen erst gelöst werden. Und dann kann man den kompletten Heatsink anheben und eben den Lüfter einzeln tauschen. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge dann. Da auf jeden Fall nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man das Gerät wieder verschrauben. Die silberne Schraube kommt hier unter die Abdeckung. Und dann hat man das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.